Hi, willkommen bei Fit wie Turnschuh, wieder mit eurem Reflex. Ich zeige euch wieder eine Kombination aus den Top Rock Elementen. Der erste, den ich jetzt zeige, ist ein Cork, wie Korkenzieher. Ja? Müsst ihr genau aufpassen. Dabei nehme ich meinen Fuß nach vorne, das ist in dem Fall das linke, und nehme meinen Spann in die Kniekehle. Aber nicht die Spitze, sondern die Spitze guckt hier außen vorbei. Und wir werden parallel, also wenn das 90 Grad wären, nehmen wir die 45 Grad wie immer, die goldene 45 Grad und gehen auf diese Fußspitze rauf, ohne mit dem Knie abzufallen. Dadurch müsst ihr in diesem Oberschenkel sehr viel Kraft entwickeln, ja, um nicht aufs Knie zu stürzen. Das ist ganz wichtig, sonst macht ihr das nur einmal und dann war es das auch mit dem ganzen Breakdance. Das wollen wir vermeiden. Darum müsst ihr genau darauf achten, dass ihr diese Übung exakt ausführt. Hierauf. Wie ihr seht, ich stehe stabil, weil ich Kraft in den Füßen habe. Okay? Und dann könnt ihr sofort einen Spin draus machen. Oder ein Leg Rider, wie man das nennt. Ja? Nochmal, langsam. Schritt nach vorne, wobei ich empfehlen kann, ein bisschen mehr in die Diagonale zu gehen, weil man dann antäuschen kann. Aber das kommen wir dann später dazu. Schritt, Spann in die Kniekehle, rauf auf den Fuß und Spin. Wie ihr gesehen habt, ist alles kraftvoll, aber es sieht sehr einfach aus. Und das ist ja unser Ziel. Wer genug Kraft hat, kann das ganz locker und smooth aussehen lassen. Und das ist unser Ziel. Nochmal, Schritt, Fuß in Spann und rein und Spin. Schneller. Nochmal. Und nochmal. Ups. Okay, jetzt zeige ich eine Kombination mit Füßen. Wenn wir einfach so reingehen, kann man machen, ein bisschen mehr Flow sollte sein. Dazu machen wir einen Kick in die Luft und einen Kick zurück gleich. Kick mit nach hinten lehnen, Kick nach vorne lehnen. Dann hat man einen besseren Schwung, um reinzukommen. Sieht besser aus. Aufgepasst, langsam. Kick. Kick. Rein. Spin. Nochmal. Kick. Kick. Rein. Und Spin. Okay? Aufgepasst. Schneller. Kick. Kick. Rein. Spin. Wie ihr immer merkt, wenn ihr euren rechten Fuß nach dem Spin beim Drehen nicht loslasst, habt ihr ein Gleichgewichtsproblem. Darum immer am Ende des Spins, wo ihr hier weiter dreht, Fuß gegensteuern, damit man nicht umkippt. Nochmal. Kick, Kick, rein, Spin. Absetzen. Okay? Schneller. Noch einmal. Okay, jetzt zeige ich eine andere Kombination daraus. Den nennt man den Paddle Walk. Paddle vom Paddeln. Ja, daher heißt er auch so. Dazu gehe ich weiter zurück, weil ihr damit nach vorne wandert. Das ist immer ganz wichtig. Aufgepasst. Schritt rein. Schritt rein, Schritt rein. Okay, nochmal. Schritt rein. Jetzt habe ich schon einen Spin eingebaut, könnt ihr auch machen. Aber unser primäres Ziel ist Schritt rein, raus, Schritt rein. Und einen Spin könnt ihr dann am Ende noch reinsetzen. Wie ihr seht, verfalle ich immer in diesen Spin, weil es kommt einfach über die jahrelange Schulung, dass man nicht einfach nur einen Trick macht, sondern immer weiterarbeitet. Ja, das braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Euer Körper zeigt euch schon, was er will und was er braucht. Okay? Abstoppen ist nämlich immer anstrengender, als den Schwung umzuformen in eine andere Bewegung. Nochmal. Step rein. Step rein. Step rein. Und Spin.
Ganz einfach. Viel Spaß beim Trainieren.